Also ich benutze immer so ein paar Pseudonyme und ich habe ein paar, auch im Internet natürlich. Ich habe ja eigentlich die Idee, an 365 Frauennamen zu erinnern und die so ein bisschen als Pseudonyme zu benutzen, damit sie eben lebendig werden. Ich nehme da Frauen, die KZ erlebt haben, die tragische Sachen erlebt haben, die gedemütigt wurden. Ich nehme alle möglichen Frauen, manchmal auch gute Frauen oder tolle Feministinnen. Und manchmal verändere ich die Namen auch ein bisschen. Aber irgendwie will ich, dass man diese Vornamen oder diese Namenkombinationen, dass man sich an die wieder erinnert. Also das ist der Grund, warum ich dieses Kunstprojekt 365 Erinnerung, also jeden Tag im Jahr eine Erinnerung an eine Frau. Erst hatte ich die Idee, ich schaffe es auch jeden Tag, die es irgendwie zu veröffentlichen und tatsächlich jeden Tag einen Namen mir auszusuchen. Heute habe ich zum Beispiel alle Leute einmal notiert, mit denen ich inzwischen in Facebook befreundet bin. Das sind auch ganz crazy Namen. Namen, die ich noch nie gehört habe. Namen von der ganzen Welt. Ich habe relativ viele Ausländer, Araber, Afrikaner. Ich habe alle möglichen Facebook-Freunde. Keine Ahnung, wie ich zu denen komme. Ich tue immer, wenn mich jemand haben will als Freund, wenn er nicht ganz blöd ist, ja, dann tue ich ihn erstmal akzeptieren. Nur wenn er sich irgendwas Blödes leistet, wenn mir irgendein Beitrag von ihm nicht gefällt, dann blockiere ich ihn erst. Aber erstmal sage ich den Menschen ja und dann schaue ich mir an, was er macht. Und wenn er blöd ist, wird er blockiert. Aber so lange habe ich jetzt inzwischen, ich glaube, ich habe über 30.000 Facebook-Freunde. Ich habe ja auch viele verschiedene Accounts. Ich benutze nur drei im Moment, oder schon seit langem, seit einem Jahr. Aber eben, wie gesagt, es sind wirklich sehr viele tausende Freunde. Und diese Namen, habe ich mir gedacht, die müsste man auch einmal so auf eine Mauer schreiben. 30.000 Namen, Namen, die man noch nie gehört hat, Namen von der ganzen Welt. Namen von Menschen, die in Facebook unterwegs sind, weil sie sich interessieren für die Welt und weil sie aus ihrem eigenen Horizont heraus wollen. Ich glaube, Facebook ist auch eine Rettung für die Erweiterung von Horizonten. Also deswegen schreibe ich eben auch mal in verschiedenen Sprachen und auch was Poetisches. Und ich tue auch in Facebook posten irgendwelche Informationen, sowas wie zum Beispiel über Goethe und so, weil ich sicher bin, dass diese Leute alle von Goethe zum Beispiel noch nie etwas gehört haben. Oder von Kurt Tucholsky, Schloss Kribsholm. Wer kennt in der arabischen oder afrikanischen Welt Schloss Kribsholm? Wahrscheinlich kennt das nicht einmal jemand in Paris so richtig oder in München schon. Ich weiß nicht, ob das Kurt Tucholsky, weil der so in Berlin, weil der so eine Berliner Klappe hatte. Man als Berlinerin besonders konfrontiert wurde mit dem Tucholsky. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Also wer kennt alles Tucholsky nicht, würde mich mal interessieren. Wer kennt alles nicht Goethe? Wer kennt alles nicht die großen Philosophen und die Leute, die irgendwie ja uns dahin gebracht haben, wo wir heute sind. Dass es Demokratien gibt, dass es offene Grenzen gibt in Europa. Wer kennt die alle nicht? Also ist aber selbst der Rudolf Keinrad aus Hollerbrunn. Der weiß ja nicht einmal etwas über die griechischen Sagen, der weiß ja gar nicht, wer Penelope ist und so, behauptet ein Freund von uns, ein gemeinsamer. Also jetzt habe ich drumherum geredet und nicht die Geschichte, warum ich so glücklich bin, hier zu sitzen. Das mache ich jetzt im nächsten Video.